Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Triptychter für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Necrolord-Only-Achievement und dementsprechend finden wir das einmal unter Erweiterungsfeatures, Paktzanken und da haben wir den Erfolg, alles abwickeln. Was musst du dafür machen? Steuert 100 Anima-gebundene Wickel bei, um Beschwörer Gerhard beim Herbeirufen von Visectus, dem Gespenst des Krieges, zu helfen. Das Gespenst des Krieges, Visectus, ist hinter mir und wie ich das Ganze freischalte, will ich jetzt euch erklären. Ihr müsst erstmal die Monstrositäten-Flickerei freischalten. Das ist eins der vier Gebäude hier und zwar ist das Necrolord Special Only Gebäude, da hat ja jeder Pakt 1 und ihr müsst dieses Gebäude auf Rang 2 bringen. Also Rang 1 bringt euch noch nichts, ihr müsst es auf Rang 2 bringen. Sobald ihr es auf Rang 2 habt, ist es dann so, dass hier draußen quasi dieser Beschwörer Gerard steht und bei dem kann man was abgeben. Und zwar, was kann man da abgeben? Wir können hier einmal so komische Bandagen abgeben, so Wickel und diese Wickel können wir uns ganz einfach herstellen und zwar auch hier in unserer Monstrositäten-Flickerei. Die können wir einfach hier, wenn ihr es dann auf 2 abgegradet habt, jetzt müssen wir mal gucken, hier haben wir diese Wickel herstellen. Und zwar braucht ihr einfach nur den ganz normalen, stinknormalen Schattenlandestoff, Schleierstoff heißt der. Und davon braucht ihr insgesamt 200 Stück, denn ihr müsst für das Achievement den kompletten Balken füllen, also 100 Wickel müssen wir abgeben, 10 kostet einen Wickel, 5 kriegen wir raus, 200 Stoff brauchen wir. Auf dem handelsüblichen WoW-Server kostet der 1 bis 2 Gold, also da gebt ihr nicht viel aus. Kauft euch das im AH oder farmt es zusammen, craftet die komischen Wickel und dann gebt die dementsprechend hier beim Beschwörer Gerhard ab. Dann habt ihr auch schon das Achievement. Das ist eine Sache von 2 Minuten tatsächlich. Schwierig ist in Anführungszeichen nur, dass man halt das Gebäude auf Rang 2 bringen muss. Da braucht man halt ein paar Seelen. Ist jetzt am Anfang vom Adder noch ein bisschen schwieriger. Im Laufe der Zeit wird man die ganzen Gebäude alle hochbekommen. So, jetzt fragt ihr euch sicher neben dem Achievement, was bringt mir das eigentlich, wenn ich das hier abgebe? Dieser Progress wird übrigens mit anderen Leuten geshared, also mit allen Necrolords, die hier rumhampeln und das auch vollfüllen. Wenn der Balken auf 100% aufgefüllt wird, dann hat man hier den Mob beschworen und der tigert dann los. Ich habe das beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt, tigert los und läuft nach hier unten. Auf dem Weg spawnen lauter Mobs, den muss man ein bisschen beschützen. Und hier unten ist eine Kiste, an die man normalerweise nicht rankommt. Und das, da hittet er ein Tor auf, wo man halt normalerweise nicht durchkommt. Das haut er auf, dann kann man durchlaufen, die Kiste looten und das war's eigentlich. Also für mehr ist er, soweit ich bis jetzt weiß, nicht gut. Ist eine nette Sache, könnt ihr euch die Kiste noch holen und das Achievement mitnehmen. Genau, das war's soweit vom Guide. Wie gesagt, wichtig, ihr braucht die Monstrositätenflickerei auf Stufe 2. Davor war es bei mir zumindest noch nicht da. Okay, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns im nächsten Achievement Guide wieder. Euer Chilla, bis dann, ciao.